So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir haben beim letzten Mal den Bolero des Feuers erlernt und heute wollen wir uns dem nächsten Dungeon widmen. Und dafür gehen wir jetzt einfach geradeaus und ich werde mal gucken, wie weit wir kommen. Ich kann euch aber jetzt schon versprechen, ich habe keine Ahnung mehr von diesem Dungeon. Das heißt, es kann ein bisschen dauern. Aua. So. Und hier geht's dann auch schon rein. Und Navi, sei leise. So. An sich sieht der Dungeon recht cool aus. Würde ich mal so behaupten. Weiß gar nicht, können wir hier rein? Ja, genau. Ah ja, jetzt weiß ich. Man kann theoretisch ganz schnell zum Schlüssel kommen, zum Bosskey, aber nicht von dieser Seite. Okay, ich muss mich ein bisschen zurechtfinden, ich habe keine Ahnung mehr von, ich weiß auf jeden Fall, dass wir erstmal Darunia treffen müssen und dafür müssen wir, glaube ich, nach links. Hallo Darunia! Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich, Link! Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goron der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das Feuerschweine-Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Ja. Alles klar. Ja, wir sehen schon, da geht's direkt zum Boss. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne zu dem Goron da drüben hingehen. Denn, wie gesagt, er möchte, dass wir die Goron befreien. Und das werden wir auch tun. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber ich tue mein Bestes. So, hallo mein Freund. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Okay. Kriegen wir hoffentlich irgendwie hin. So, und wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier ein Schlüssel drin sein. Ja, ein kleiner Schlüssel. Sehr schön. So. Ein Geronas befreit, bleiben noch viele andere. Ich weiß nicht, kriege ich den Sprung hin? Ah, ich gehe lieber den sicheren Weg. Man hört das vielleicht, ich bin noch nicht allzu lange wach. Aber es müssen weitere Folgen kommen. Und da ich heute frei habe, dachte ich mir, warum denn nicht? So. Okay, ich bin noch so weit weg. Anscheinend. So. Gehen wir mal darüber. Ganz gerne hoch. Ich weiß nicht, ich glaube, hier ist eine Fee. Bin mir nicht mehr sicher. Wir haben zwar zwei Feen, aber wenn wir jetzt noch eine holen können, warum nicht, ne? Okay, das war eine Bombe. Das ist eine Fee. Sehr schön. Das war mal Timing, Leute. Das war Timing. Alles klar. So.
Bomben nehmen wir mit. Noch eine Bombe. Und noch eine Fee. Also, Fee, heilst du mich? Danke. Also mehr können wir hier gerade nicht tun. Hier ging es eigentlich nur darum, Darunia zu finden. Zu hören, was er vorhat. Und ja, unsere Main Quest in diesem Dungeon zu bekommen. Die Main Quest in dem anderen Dungeon war ja, die Geister einzufangen. Und hier ist unsere Main Quest, die Goronen. Ja. Für uns, oder die Goronen zu befreien. So, ich gehe mal darüber. Nein. Oh, Link. Link, Link. Okay, ich kann übers Feuer laufen. Ja, okay, nicht lange, nicht lange, nicht lange. Okay. So, schauen wir erstmal, was wir hier haben. Okay, hier wird gerade irgendwas nach Updates gecheckt. Kann sein, dass das Spiel ganz kurz passiert. Okay. Ganz kurz. So, nächster Corona. Hallo, mein Freund. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Danke. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Goronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit einem Schwert dagegen schlägst. Alles klar. So, ich wäre aber mal ganz nett, also, weiß nicht, ich hätte ganz gerne die Karte einfach mal. Kriegen wir wahrscheinlich wieder einen Schlüssel. Genau. Das Dungeon-Item brauche ich jetzt, glaube ich, so noch nicht, weil, wie gesagt, ich will die Goronen befreien. Und deswegen müssen wir schauen. Ich habe jetzt auch da oben so einen Stein gesehen. Ich weiß nur nicht mehr, wie das Lied geht. Wir brauchen auf jeden Fall die Ocarina. Und wie ging das Lied nochmal? Okay, rechts auch runter, okay. Dann machen wir das mal. So, rechts auch runter, rechts auch runter. Okay, jetzt können wir hier rauf und gucken, was hier drin ist. Wie gesagt, wir gehen einfach Raum für Raum durch. Ach du Heilige. Ja, verpisst euch. Verpisst euch, verpisst euch. Einmal mit dem Schild hier stehen bleiben, dann ist alles gut. So. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir den Typen mit einer Wirbelattacke kriegen. Obwohl, vielleicht. Nein, das war die falsche Richtung. Nein, nein, nein. Das wollte ich verhindern. Ich hasse ihn. Ja, du hast dein Schild und deine Rüstung verloren. Verdammt. So. Gib mir meine Sachen wieder. Ich hasse es. Gerade in solchen Dungeons, wo es halt einfach ultra wichtig ist, die Rüstung zu haben, weil wir sonst verbrennen, wäre es nicht klug, in der Standardkluft rumzulaufen. So, erstmal wieder alles auswählen. So, Schild und sehr schön. So, hoch mit dir. So. Gib mir die Skatulla. Sehr schön. Und mehr können wir in diesem Raum auch nicht tun. Aber jetzt habt ihr schon mal gesehen, eine neue Art von Gegner, die richtig nerven kann. So. Können wir den Eich? Ne, wir können nur an dem hochklettern und ihn verschwinden lassen.
Ja, ist doch gut. Ist doch gut, Leute. Oh, jetzt gehen wir mal darüber. Theoretisch soll man nämlich so hier lang kommen. Okay, da ging es irgendwie hoch. Muss ich gleich mal gucken. Ah, ich weiß so wenig über diesen Dungeon. So, da können wir theoretisch weiter. Aber ich glaube, ich will noch nicht weiter. So. Schnell hier rüber. Ja. Scheiß Drecksledermaus. So. Genau, das sind so Wände, wofür ich das Dungeon-Item brauche. Aber ich glaube, dann gehen wir erstmal weiter. Weil mir fällt gerade nicht ein, was wir hier sonst machen können. Wer willst du mich verarschen? Schnell hoch hier. Meine Güte. Okay, gehen wir weiter. Ah, der Raum, der war semi-geil. Ah, gehen wir mal hier hoch. Ah ja, das Kind auch ganz lange gebraucht, um zu checken, dass man hier hoch kann. Dass das praktisch wie so Efeu an Wänden funktioniert. Oh. So. Aber hier muss man ganz vorsichtig sein, weil ansonsten fällt man doch runter. Ah, verdammt. Ich dachte, ich könnte sie damit töten. Dann nehmen wir doch mal Pfeil und Bogen. So. Nein, du sollst hier runter. Weil das Ding können wir nämlich schieben. Auch wenn es ewig dauert, aber wir können das schieben. So. Ich weiß nur nicht, ob auf der anderen Seite noch irgendetwas war. Deswegen gehe ich nochmal auf die andere Seite. Halt dich fest, Link. Halt dich fest. So. Diesmal mit Pfeil und Bogen. Sehr schön. So. Und wir sind wieder voll geheilt. Ich glaube, mehr war in diesem Raum aber nicht, oder? Ich will mich nochmal umgucken. So. Geh nochmal runter. Nicht, dass ich irgendwas vergesse, was ich später dann doch brauche. So. Nein. Will mich das Ding gerade verarschen? Komme ich hier nicht mehr weg? Meine Güte. Ja. Ich komme hier nicht mehr weg. Witz. Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wow. Halt dich fest. Ich muss hier doch einen Weg rausgeben. Na komm, verletz dich nochmal. So. Halt dich doch fest. Komm hier nicht mehr raus. Okay, ich mache einen Schnitt rein, bis ich gestorben bin, weil ich komme hier nicht mehr weg. Oder wisst ihr was? Dann müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Nee. Aber wie ging das Lied? Also das ist eine echt doofe Stelle. Man kommt da nicht mehr raus. Oh
Muss ich kurz aus dem Dungeon raus und wieder rein. Also gut, Leute, wir sind wieder im Todeskrater. Folge 1 des Dungeons war ein völliger Fehlschlag. ich würde sagen, ich werde jetzt offscreen wieder in den Tempel reinlaufen. Und wir sehen uns dann gleich wieder an der Stelle, wo ich eben, ja, gestorben bin. Oder nicht gestorben bin, sondern nicht mehr weiter konnte. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn Zeit und Lust habt. Also, ja, lasst doch gerne ein Like und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder, wenn ihr denn Zeit und Lust habt. Also macht's gut und bis dann.